Moin Anime-Fans, ich bin Ferus und heute geht es endlich weiter mit den deutschen Synchron-Easter Eggs und Fehlern in Anime. Wir sind jetzt sogar schon bei Folge 6. Es gibt wieder eine bunte Auswahl, also starten wir mal direkt. Steins Gate gehört zu einem meiner absoluten Lieblings-Anime und ich denke, das können viele nachvollziehen. Gott sei Dank hat das Ganze eine hervorragende deutsche Synchronisation erhalten. Marius Gravillis hat sich mit seiner Performance als Okabe direkt in mein Herz gespielt. Aber auch der restliche Cast war on point. In den ersten Episoden von Steins Gate war das Ganze noch sehr locker gehalten. Nicht so dramatisch wie das, was noch kommen sollte. Da hätten wir zum Beispiel das Maid Café. Faeris ist ja dafür bekannt, dass sie perfekt in die Rolle der Katzenmaid schlüpfen kann. Und in der Anime-Szene gibt es ja genug Katzen, um sie vielleicht ein wenig damit einzubauen. Nein, wir reden hier nicht von Luna oder Artemis aus Sailor Moon. Wobei das auch ziemlich cool gewesen wäre. Sondern von einer Katze, die auch ziemlich bekannt sein sollte, nämlich aus Pokémon Mauzi. Immer wenn Team Rocket aufgetaucht ist und ihre bekannten Phrasen abgeliefert hat, bestätigt Mauzi das Ganze wie folgt. Wir sind so schnell wie das Licht. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Ja, genau. Ich denke, die meisten von uns werden das Ganze kennen. Und die deutsche Fassung von Steins Gate hat sich das Ganze ein wenig zu eigen gemacht. Doch hört erstmal selbst. Ach, obwohl ich inzwischen die verbotene Technik beherrsche, Miau. Wie bitte? Willst du mir damit sagen, du hast sie gemeistert? Miauts, genau. In der japanischen Fassung gibt's diese kleine, aber feine Anspielung natürlich nicht. Vielen lieben Dank an Danny SRW für dieses Easter Egg. Masaka, etokushita to iu no ka? Was, im letzten Video von diesem Format gab es keine Herr-der-Ringe-Anspielung? Das müssen wir direkt wieder ausbessern. Dass Sport-Anime ziemlich beliebt werden können, haben schon Kickers oder Captain Tsubasa bewiesen. Oder sogar noch vorher Mila Superstar. Aber auch noch heute gibt es sie in regelmäßigen Abständen mit einem großen Hype. Zum Beispiel der Volleyball-Anime Haikyuu. Die deutsche Synchronisation stammte von den Oxygen Studios, die ja auch in diesem Format bereits sehr wohl bekannt sind. Das Dialogbuch zur zweiten Staffel schrieb Lasse Dreier und für die Regie war Rike Werner zuständig. In der 9. Folge der eben erwähnten Staffel muss sich Hinata einer großen Mauer stellen. Und wie manche von euch vielleicht wissen, ist Hinata nicht unbedingt der Größte. Dass das nicht ganz so fair ist, hat Bokuto auch in der japanischen Version anzumerken. Tja, und in der deutschen Fassung ist Julius Jelinek vielleicht etwas fieser mit seiner Aussage gegenüber den Vieren. Zumindest würde ich es nicht unbedingt als Kompliment sehen. Ja. Hey, was soll das denn jetzt? Drei Trolle gegen ein Hobbit ist unfair! Vielen lieben Dank an Sione für den Hinweis auf dieses Herr der Ringe Easter Egg in Haikyuu. Dass wir in den deutschen Synchronisationen von dem Publisher Animoon des Öfteren mal solche Easter Eggs mitbekommen, ist tatsächlich keine Seltenheit. So verstecken sich auch ein paar in einer der neueren Ablegern von Animoon, nämlich School Days. Der Anime hat ja größtenteils seinen Kultstatus über die letzte Folge erhalten. Oh ja, es war durchaus schockierend. Kann aber auch sonst ganz gut unterhalten. Direkt in der zweiten Folge von School Days gibt es eine Anspielung auf ein Anime, den ich eigentlich ziemlich gerne mag. Aber versucht mal selbst rauszufinden, worum es dabei gehen könnte. Na warte, nimm das und das und das! Wie gefällt dir die Zwiebelquetsche, ha? Rausgehört oder nicht rausgehört? Wenn nicht, dann lasst mich eurer Erinnerung etwas nachhelfen. Und zwar mit einer Mutter, die wir nicht unbedingt beneiden würden, wenn es darum geht, sein Kind in den Griff zu bekommen. Bi und Trizeps können dringend etwas Training vertragen. Und dafür bietet sich die altbewährte Zwiebelquetsche geradezu an. Und eins und zwei und... Genau, es dreht sich natürlich um Chinshan und der berühmten Zwiebelquetsche von Misty Nohara. Für Samina König, die Sekai ihre Stimme leihen durfte, war das bestimmt ein cooles Highlight, falls sie es bemerkt hat. Oder vielleicht hat sie es auch selber mit eingebaut. Vielen lieben Dank übrigens an Kotonoha Katsura für das passende Easter Egg zu deinem Namen. Aber natürlich haben wir noch etwas von School Days. Beim Schulfest wird ein wahres Feuerwerk an Anspielungen abgefeuert. Von Sailor Moon zu Pokémon über Dragon Ball Z. Zugegeben, das wirkt an diesen Stellen etwas plump eingebaut. Aber da dieser Teil der Folge ziemlich humoristisch ausgelegt ist, ist es an diesen Stellen ziemlich gut aufgehoben. Doch lasst uns mal reinhören, damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt. Für Liebe und Gerechtigkeit! Die Dienstmädchen haben Charme eingesetzt und alle haben sich vor Verwirrung selbst verletzt. Damit steigt ihre Kraft auf über 9000. In der japanischen Fassung kämpft sie nicht für Liebe und Gerechtigkeit, sondern geht in den MK2-Automatik-Modus. Und der Leiter vom Zombie-Café erzählt natürlich nichts von einer Pokémon-Attacke oder dem Kampflevel 9000, sondern fordert einfach mehr Zombies an. Was hier natürlich besser passt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden, aber schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Erinnert ihr euch noch an die dritte Synchron-Easter-Egg-Folge? Im Speziellen
Speziellen an die Pommersche, also Feierabend und wie gut das duftet und so weiter und so fort. Tja, in Akashic Records of Bastard Magic Instructor gibt es tatsächlich noch mehr Sachen, die zu erwähnen wären. Doch vorher muss ich für die etwas Jüngeren etwas weiter ausholen. Zwischen Ende der 60er und Anfang der 2000er gab es eine Krimiserie, die ziemlich viele Herzen erobert hat. Ich meine nicht Quincy, obwohl ich die Serie auch ziemlich gemocht habe, sondern Columbo. Der Schauspieler Peter Falk kreierte mit seiner schauspielerischen Leistung ein Abbild eines klischeehaften Inspektors, wie wir uns das nun mal vorstellen. Beziehungsweise hat er dazu mit beigewirkt. Trenchcoat, Zigarette und merkwürdige Fragen. Durch einen Tumor im rechten Auge von Peter Falk besaß er fast sein ganzes Leben lang ein Glasauge, inklusive hängendes Augenlid, was zusammen ein wenig wie ein Fischauge aussieht. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Anime. Der Hauptcharakter Glenn Raiders, gesprochen von David Turba, bekommt von einer Kollegin mehr oder weniger ein Kompliment. Ihr werdet es gleich verstehen. Bis vor kurzem hatten deine beiden Augen noch den glasigen Blick von einem toten Fisch, doch jetzt nur noch eines. Besorg dir einen Trenchcoat, dann kannst du Verbrechen aufklären. Komm schon. Eine sehr schöne und sehr subtile Anspielung auf den Inspektor. Nicht Megure in dem Fall, sondern Columbo. In der japanischen Fassung spielt sie zwar auch auf den Fisch an, doch der Trenchcoat und die Verbrechen bleiben weg. Vielen lieben Dank an 4chan für dieses Easter Egg. Eine Welt ohne Social Media gibt es nicht mehr? Das dachte sich auch Assassination Classroom, zumindest in der deutschen Fassung. In der letzten Folge der zweiten Staffel wird die Klasse 3E abgeschirmt. Dabei haben sie mehr oder weniger vertrauenswürdige Beschützer. Lasst uns einmal in die Szene reinschauen im japanischen Original. Habt ihr den Typen mit der Kamera bemerkt, der damit droht, das Ganze ins Internet zu stellen? Das war ja relativ unspezifisch. Wo will er das Ganze genau posten? Auf Twitter, auf Instagram oder sogar auf TikTok? Zum Glück gibt uns die deutsche Fassung da ein wenig mehr Aufklärung. Na, von wegen. Ihr Geier stört vielmehr unseren glorreichen Auftritt. Soll ich das hier bei Facebook posten und euch alle blamieren? Ich habe mir all eure Gesichter gemerkt. Von allen Plattformen ausgerechnet Facebook. Ob er da die gewünschte Zielgruppe erreicht? Vielen Dank an Rado Anime für den Hinweis auf dieses Synchron-Easter Egg. Und das war noch nicht alles, denn er hat auch das nächste vorgeschlagen. Und zwar geht es jetzt zu einem meiner absoluten Lieblings-Anime-Romcoms. Die Rede ist von Toradora. Ich durfte übrigens mal die deutsche Synchronsprecherin von Tiger interviewen. Wenn ihr das Ganze mal sehen wollt, dann klickt oben auf den eingeblendeten Link. In Folge 6 von Toradora ließ Tiger Army ziemlich leiden. In der japanischen und in der deutschen Variante jeweils etwas anders, obwohl es auf selbe Ergebnis hinausläuft. Im O-Ton ließ Tiger sie 150 Imitationen vortragen. Wenn sie es nicht gemacht hätte, hätte sie sie aus der Wohnung rausgeschmissen. Hören wir doch mal rein, wen sie alles imitieren musste. Jackson. Uganda. Uganda. Falco. Akechi Mitsuhide. Matsumoto Seicho. Ja, die meisten Sachen davon werden den deutschen Zuschauern nicht unbedingt etwas sagen. Es sei denn, ihr kennt euch ziemlich gut mit der japanischen Geschichte aus. Es war also sehr sinnvoll, das hier in irgendeiner Weise anzupassen, damit auch wir irgendwie auf unsere Kosten kommen. Nur ließ Tiger sie in der deutschen Fassung diese Leute nicht imitieren, sondern sollte ein Referat über diese halten. Und neben sehr kulturellen Leuten, die dazugekommen sind, gibt es eine Figur dazwischen, über die man sich bestimmt streiten kann, ob die dazu passt. Jackson. Hä? Wanda. Ruhe, Anda? Beethoven, die Sage der Nibelung und Biene Maya. Und diese Biene, die ich meine, sie heißt Maya. Ja, ich kann es einfach nicht sein lassen, obwohl ich jedes Mal sage, dass ich nicht singen werde. Wusstet ihr eigentlich auch, dass Biene Maya ein Anime ist? Das jetzt nur mal so am Rande. Auf jeden Fall auch hier eine sehr tolle Ergänzung in der deutschen Fassung von Toradora. Habt ihr noch weitere deutsche Synchron, Easter Eggs und Fehler im Anime entdecken können? Dann schreibt es mir in die Kommentare und vielleicht kommt es beim nächsten Mal dran. Falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Hier an meiner Seite kommt ihr zur letzten Folge vom Synchron Easter Egg Format. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal schon wieder. Bis dahin sage ich Sayonara!